Herzlich willkommen zum Franconian und Western Telegram. Wie entsteht eigentlich eine Lok im Modell? Von der Idee bis hin zum fertigen Modell führt uns der US-amerikanische Hersteller Scale Trains in einem knapp 40-minütigen Video durch den kompletten Prozess, gibt Einblicke in Design, Formenbau, Druck und Montage. Welcome to the mountains of Southeast Tennessee. We're here in Etowah, which is just north of our headquarters in Benton. And you know, we're going to talk about how model trains are made. My name's Shane, and I'm blessed to lead a truly talented team who love to make model trains. You might think it's a really simple process. In fact, we've even had people say, you know, all you do is say we want to make this locomotive or this freight car. We send it to our factory, and sometimes later, it magically comes out exactly like we wanted. Well, that's the furthest thing from the truth. Auhagen kann man derzeit als äußerst emsig bezeichnen. Nach dem Relaunch der Homepage und den neuen Video-Workshops kommt man jetzt mit einem Unterbausystem auf den Markt. Gänzlich neu ist die Idee freilich nicht, aber bei Auhagen hat man sich intensiv Gedanken gemacht, wie so etwas am besten umzusetzen ist. Entstanden ist ein System, für dessen Montage man außer einem 10er Maulschlüssel kein weiteres Werkzeug braucht, um einen stabilen und erweiterbaren Unterbau zu erhalten. Wichtig ist auch, dass man ein bisschen Werkzeug zu Hause hat. Ich habe mir hier schon mal einiges parat gelegt, zum Beispiel eine gute Säge, einen kleinen Hammer braucht man ab und zu mal, eine Feile und vielleicht auch eine kleine Zange. Wichtig natürlich auch Gliedermaßstab. Man soll natürlich zuerst gucken, wie groß ist der Raum. Das, sag mal, was machst du? Wir nehmen hier auf. Ja, und ich habe genau das, was du angesprochen hast, mitgebracht. Du hast Unterkonstruktion. Und das ganze Werkzeug brauchst du da gar nicht. 10er Schlüssel reicht. Ja, aber wir müssen es ja zu sägen. Ja, alles schon fertig. Vernageln? Nageln. Nageln. Alles schon fertig, es wird verschraubt. Märklin hat bereits den Sommer eingeläutet und die Sommerneuheiten für die Marken Märklin, Trix und LGB vorgestellt. Ja, es ist erst Anfang Mai, tut der Freude über neue Modelle aber keinen Abbruch. Vor allem die komplette Neukonstruktion des Vectrons bringt diese ikonische Maschine der Epoche 6 endlich auf das Niveau der Mitbewerber. Den Anfang machen Das ist Grün der Deutschen Bahn, ein Vectron in den Farben von SBB Cargo International und die eher unauffällige, erst im letzten Jahr ausgelieferte Lok der dänischen Staatsbahnen, wo die Baureihe als EB firmiert. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob es, nach dem Märklin Einsteigermodell, den Maschinen von Rocco, Pico, LS Models und Jägerndorfer, eine sechste Neuentwicklung wirklich gebraucht hat. Natürlich wird das Original uns noch über viele Jahre begleiten und die Eisenbahnverkehrsunternehmen werden auch nicht müde, mit immer neuen und aufsehenerregenden Folierungen zu überraschen. Aber manchmal würde man sich etwas mehr Kooperation der Hersteller untereinander dann doch irgendwie wünschen. Zumal Märklin ja auch mit dem Unimat, der in Zusammenarbeit mit Fissmann entsteht, zeigt, dass es geht. Die Neuheiten kann man sich ab sofort auf den Websites von Märklin und Trix ansehen, die Prospekte als PDF-Dateien herunterladen oder man lässt sich in einer knapp einstündigen Videopräsentation von Michael Pretorius und den Märklin-Experten in gewohnt professioneller Weise durch das Neuheitenspektrum führen. Herzlich willkommen zur Präsentation der Sommerneuheiten 2021 von Märklin, Trix und LGB. Ja, wir haben ein kleines, aber sehr feines Programm für die nächsten Minuten zusammengestellt. Und womit könnte man besser starten als mit einer Startpackung? Und die hat Karl-Heinz Kressle schon bei sich aufgebaut, oben im Märklineum. Und da schalten wir jetzt mal hin. Karl-Heinz, was hast du als Startpackung mit reingepackt? Ja, wir haben hier eine tolle neue Digital-Startpackung. Und mit dieser Startpackung, da wird es dann wirklich auch ganz einfach, in das faszinierende Hobby Modelleisenbahn einzusteigen. In der Startpackung ist bereits eine schöne Diesellokomotive, eine sogenannte DHG 700, mit enthalten. Rocco und Fleischmann haben das Handbuch Digital für Einsteiger jetzt in einer überarbeiteten Form veröffentlicht. Wie es sich für ein Produkt im digitalen Umfeld gehört, wurde es versioniert und trägt jetzt die Versionsnummer 1.1. Auf über 100 Seiten werden die Grundlagen des digitalen Modellbahnbetriebs beschrieben, natürlich mit einem Fokus auf die hauseigenen Produkte Multimaus und Z21.
Schon seit geraumer Zeit hat Löwe Modellbahnzubehör selbstklebende Bögen mit Verkehrszeichen, Bahnsteigausschilderungen sowie Werbetafeln für verschiedene Epochen und Regionen im Programm. Aufgrund der großen Beliebtheit und zahlreicher Nachfragen hat man sich entschlossen, diese ab sofort auch für die Spurweiten TT und N anzubieten. Für die kleinen Baugrößen sind die Artikel seit Anfang Mai direkt über den Onlineshop von Löwe zu beziehen. Das war es für dieses Telegramm. Ich hoffe, es war wieder für den ein oder anderen etwas Interessantes dabei.